Jawohl, hallo. Grüß euch. Ja, auch beim Sieg, jetzt habe ich wochenlang kränteln müssen, weil nichts gelaufen ist. Kein Sieg in der laufenden Liga und wir waren hinten drin und sind Vorletzter. Und Lehm war überhaupt nicht mehr schön für. Schau her, Lehm ist er sein. Ciao, das sind die schönen Sachen, die Lehm. Und dann haben wir Grantl in unserem Münchner Löwen, weil sie halt Vorletzter sind und weil nichts klappt. Und dann hauen die im Pokal die Mainzer raus. War ein Riesengaudi und vor allem freut es mich auch für die Fans, die dabei waren. Wieder 2000, wieder Vollgas geben und wieder, obwohl sie permanent eine Maschen gekriegt haben. Gute Stimmung, Löwen, Löwen, 60, einmal Löwen, Löwen, wir haben es gefeiert und sind gesprungen. Pokal sind wir weiter, aber der Schein, der darf ja nicht trüben und wir müssen, wenn wir ehrlich sind, in der Liga ist einiges zu tun. Wenn wir schon beim Einigen zu tun sind, haben wir einen neuen Präsi, der vorgestellt worden ist oder vorgestellt wird, ganz egal. Der ist auf alle Fälle witzig, zwar der 60 ist er bei einem guten Alter und was das witzig ist, ich kenne ihn von früher. Ich habe bei Helios Würfel gespielt, ich bei TSV mit dem Rost, habe mir gedacht, wie ich gesehen habe, den Kopf, den kennst du doch. Der hat damals genauso ausgehört als Buhr. Und jetzt schaut er immer das an, dass er seinen Oberlippen hat. Auf alle Fälle hätte ich gleich lachen können. Und ich erwarte von ihm, dass er die ihm gestellten Aufgaben quasi positiv erfüllt, weil da ist viel zum Tor. Sportlich, freilich haben wir einen Beno Müllmann jetzt, aber eine neue Mannschaft, wir brauchen neue Spieler, wir müssen einiges ändern. Hoffentlich hält der gute Mann alles das, was er verspricht, hält er das ein und kann einmal Gas geben. Wir brauchen einmal einen Präse, der einfach sagt, jawohl, packt man es an, nicht bloß da steht, wie ein hingeschissenes Zigarettenwirschall und sagt einfach, ja, ich bin der Präse von Seske. Taten, nicht Worte. Und das erwarten wir vom neuen Präsidenten für Seske und von der Mannschaft. Die erwarten wir auf alle Fälle, dass am Sonntag gegen Duisburg gewinnen. Der Löwe frisst den Zebras, das war doch ein Gaudi. Ein Sieg muss her. Also sieht doch der Pokal sich schon wieder schnell von gestern und von vergessene Geschichte. Sonntag ist auch noch die Auslosung dann. Da bin ich gespannt, wie wir kriegen. Ob es ein Derby wird, entweder nach Unterhaching, was ich gar nicht möchte, oder die Roten in der Allianz Arena, mir mit dem Heimvorteil. Oder wir gucken noch eine Runde weiter. Das war auch ein Gaudi. Also, Löwen, es hat uns einmal gut, dass wir senkt einmal wieder können. Aber am Sonntag ist wieder harte Realität. Der Alltag hat uns wieder. Und da müssen klipp und klar 3 Punkte her. Weil sonst schippen wir schon langsam Richtung dritte Liga und können wir gar nichts machen dagegen. Viert euch gut.